Ich hatte gestern Post von der Firma Leuchtturm. Darin enthalten das neue Prospekt 2023 und hier können wir schon mal einen Blick auf die Neuheiten werfen. Es wird eine Mappe geben für die 5-Euro-Wunderwelt Insekten, eine neue Münzkassette für Goldmünzen des Deutschen Kaiserreichs, dann eine Ringbuchmappe in zwei Formaten Optima und Grande, eine neue Umhängelupe wird es geben, natürlich den Euro-Katalog 2023 und eine Münzkassette für die 2-Euro-Bundesländer. Das alles und viel mehr jetzt im neuen Prospekt 2023. So sieht er also aus. Münzzubehörkatalog 2023. Wir blättern einfach mal durch und schauen uns an, was alles angeboten wird. Natürlich wieder Inhaltsverzeichnis, ganz wichtig, um gleich das zu finden, was man sucht. Dann zunächst für die Polymerserien links die 10-Euro-Münzen, rechts dann die 5-Euro-Münzen. Dann hier die 2-Euro-Kassette Bundesländer und auch nochmal für 2-Euro-Sammlungen die Chips hier unten. Das finde ich eine schöne Sache. Ich habe ja die Länderchips dafür. Und hier dann, wer das eben nach Jahren sammelt und nicht nach Ländern, kann das dann so einsortieren. Natürlich auch neu für Kroatien schon mal die ersten Alben mit dazu und die ersten Boxen. Auch das dann eine schöne Sache, dass dann alles auch abgebildet ist. Eine neue Münzkassette für die 20 Euro Goldmünzen ab der Kegelrobbe dieses Jahr. Auch das immer eine schöne Sache für Sammler. Hier oben dann die Kassette für die angesprochenen Kaiserreichmünzen. Auch hier nochmal eine schöne Neuheit, wie ich finde, eine Vitrine für Orden und Ehrenzeichen. Für Sammler in diesem Bereich bestimmt auch etwas Schönes, gerade weil man diese auch an die Wand hängen kann oder eben aufstellen kann, je nachdem, wie die Gegebenheiten sind. Dann hier oben ein Buchtresor. Das ist etwas, das muss man mögen. Da muss man auch ein bisschen Vertrauen drin haben, beziehungsweise ein großes Bücherregal, wo es nicht auffällt. Bei mir wäre das das einzige Buch, deswegen das könnte durchaus auffallen. Eine schöne Sache hier unten dann die Ringbuchmappen Kurt. In den Formaten Optima und Grande erhältlich, in Schwarz bzw. Braun. Ich denke, gerade für alle, die immer größere Mengen auf Tauschtagen oder Messen zusammenkaufen, für die ist das eine schöne Sache, zumal man da auch gleich ein ganzes Optima- oder Grande-Format unterbringen kann. Da sind dann die Münzen und natürlich auch Banknoten sicher aufbewahrt. Dann hier eine Umhängelupe. Gut, das ist etwas. Das muss man mögen, gerade auch mit der Vergrößerung 2- und 4-fach ist es jetzt für Münzen, ich sag mal eher nur bedingt geeignet, aber ich denke gerade auch für Handwerkstätigkeiten, da könnte ich mir das deutlich eher vorstellen, beziehungsweise auch einfach für Sachen, wo man mal eine Vergrößerung braucht. Vielleicht sogar auch zum Lesen, das weiß ich nicht, aber das ist jetzt nicht ganz so meins. Was mir wiederum sehr gut gefällt hier unten, Albumständer. Zum Aufstellen, wie man hier auf diesem Kleinbild sieht, von den Optima, Numis, Vario und Grande Alben. Da bin ich tatsächlich sehr am Überlegen, ob ich mir den kaufe, weil ich das, denke ich, einerseits vielleicht für Videos einsetzen kann, andererseits das auch manches Mal zum Arbeiten mit den Alben doch gar nicht so verkehrt wäre. Das lasse ich mir mal noch ein, zwei Tage durch den Kopf gehen und eventuell würde ich das sogar bestellen. Genau, hier jetzt nochmal. Für die 10-Euro-Münzen, Kassetten in Groß, Kassetten in Klein und auch für die Vista-Alben die Letter dazu. Dann hier Kassetten für die 25-Euro-Münzen, für die 20-Euro-Münzen Märchen als Erweiterung. Hier oben dann größere 20-Euro-Kassetten für 30 bzw. 60 Münzen und das Ganze dann, was ja später auch nochmal kommt, als Münzboxen. Die neuen Seiten für die 20 Euro Vario-Alben sind dann da.
Und dann hier unten nochmal eine Kassette natürlich für die kompletten 10-Euro-Münzen. Das darf nicht fehlen. Hier rechter Hand dann die 5-Euro-Münzen mit Polymerring, sowohl als Album mit allen Münzzeichen als Kassette und nochmal als kleinere Box. Hier jetzt die 5-Euro-Wunderwelt-Insekten. Natürlich einmal die Sammelmappe, dann als Kassette, die ich wirklich sehr schön finde. Mit dem grünen Vlies in drin, das ist wirklich eine tolle Farbe. Also ich denke, die Münzen werden darin super zur Geltung kommen. Für alle die, die das gern ausgeben möchten, würde ich sagen, das ist wirklich empfehlenswert. Und natürlich auch die Vista-Seiten dafür, das darf auch nicht fehlen. Dann die 2 Euro Gedenkmünzen. Einmal hier für alle 16 Bundesländer. Dann nochmal als einfache Variante von jeder Münze nur eine im Presso-Album. Als Volterra-Münzbox auch das für die Bundesländer Serie 1 oder auch 2 dann geeignet. Einmal für die 16 Münzen, einmal dann für alle Münzzeichen. Dann hier unten auch die Münzkarten, dann schon für die 2023er Elbphilharmonie. Dann ein schöner Bilderrahmen, den kann man sich natürlich an die Wand hängen, dann für die erste Serie der Bundesländerserie. Und dann hier nochmal eine große Box zum Reinpressen von 2 Euro Gedenkmünzen. Da hat man richtig viel Platz für 168 2-Euro-Münzen insgesamt, wer da eine etwas preiswertere Alternative sucht. Dann hier weitere Alben für 2-Euro Gedenkmünzen. Einmal für 180 Münzen auf der linken Seite, auf der rechten Seite dann speziell nach den einzelnen Erscheinungen. Dann hier die Gemeinschaftsausgaben. Insgesamt dann in 5 Bänden. Auf der rechten Seite dann die Nummes-Alben für Euro. Und hier dann weitere Kassetten für 2-Euro-Münzen. Auch natürlich Taschenalben. Eddie Endcap-Hüllen dann für das Grande-Format. Dann haben wir einen großen Münzkoffer. Dann für Tableaus mit 2-Euro-Münzen. Da kriegt man dann gleich 240 Stück unter. Hier unten dann die angesprochenen Flaggenchips, die ich dann für meine Sammlung nutze von den 2-Euro-Münzen. Dann hier drüben nochmal die Jahreszahlen-Chips. Wie gesagt, finde ich eine gute Sache, aber jetzt habe ich einmal mit den Flaggenchips angefangen, deswegen werde ich das auch nicht umstellen. Genau, dann die Münzbox natürlich auch für 2-Euro-Münzen, das darf nicht fehlen. Hier auch nochmal 2-Euro-Münzen, Erasmus-Programm als Kassette, als Presso-Album, als Vista-Seiten, dann für Deutschland als Münzkarte, ganz wie es einem gefällt. Hier dann die Euro-Kursmünzen, jetzt kommt auch mal wieder eine neue Seite zum Einsatz, dann für Kroatien. Und dann hier drüben dann auch nochmal die Jahrgangsalben, auch da natürlich dann die neuesten Bände. Da hat man mittlerweile bestimmt schon ein halbes Regal voll. Genau, dann machen wir weiter. Nummes Euro-Münzalbum, dann wieder mit den entsprechenden Stickern dazu, die Flaggenergänzungen separat angeboten. Dann hier. Dann hier unten das große Münzalbum Presso, was ich persönlich für eine gute Idee halte für Einsteiger im Bereich des Sammelns. Ich denke, das ist da wirklich gut investiertes Geld, wer da Interesse daran hat und das nach und nach zusammentragen möchte. Natürlich, das gibt's auch als Euro-Vordruckalbum im Optimalformat. Natürlich auch das eine schöne Geschichte, wenn es dann doch eher ein Album sein soll. Und das gibt's natürlich auch als Münzkassette. Wer dann das Ganze etwas edler präsentieren möchte, ist eben eine Frage des Geldes. Hier auf der linken Seite oben nochmal den Binder einzeln.
und dann auch einfach nochmal die Seiten einzeln, die Euro-Sticker-Sets einzeln. Wer sich da selber eine Sammlung zusammenstellen möchte, der hat da auch alle Möglichkeiten. Großes Thema inzwischen bei Leuchtturm, die Silberunzen. Da jetzt mit verschiedenen Kassetten. Da gibt es die Wiener Philharmoniker, den Maple Leaf zum Beispiel, den Somalia Elefant, den südafrikanischen Krügerrand Britannia, den Panda, aus Australien auch eine ganze Menge, den Koala, Kookaburra, Känguru, den Igel aus den USA, die Lunar 3 Serie in den Originalkapseln mit 12 Münzen und auch die 11 Queen's Beasts, die gibt es hier. Auch hier nochmal eine größere Volterra-Box für 60 Silberunzen insgesamt für verschiedene Durchmesser. Und dann hier nochmal für zum Beispiel Gold oder auch für Coincards. Dann Münzboxen für Goldbarrenblister zum Beispiel. Das ist ein Thema, da kann ich so gar nicht mitreden tatsächlich. Das müssen dann die Sammler wissen, die solche Goldbarren sammeln. Was vielleicht eine schöne Sache ist für alle, die die Coincards sammeln, ist hier so eine Archivbox-Logik. Da kann man dann eben viele Coincards unterbringen. Ich denke, bei den wenigen Ausgaben kommt man da auch lange mit hin. Das ist vielleicht nochmal eine ganz schöne Sache. 40 Stück passen rein. Und wer eben nicht die Telefonkartenseiten für Optima Alben nutzen möchte, der ist mit so einer Box gut beraten. Dann diverse Münzkassetten für Goldmünzen, eben die angesprochenen 20-Euro-Münzen, die Söllner Demokratie haben wir hier. Dann die 50-Euro-Musikinstrumente, die sind ja dieses Jahr auch komplett. Hier unten die 100-Euro UNESCO-Weltkulturerbe zum Beispiel. Und dann hier auf der rechten Seite nochmal Anlagemünzen als Unzenstücke, beziehungsweise auch die 20 Franken der Schweiz. Und hier dann eben die neue Kassette für Quattrum-Rähmchen für das Deutsche Kaiserreich. Was ich hier sehr, sehr gut finde, dass es eben Quattrum-Rähmchen sind. Da kann man sich selbst dann zurechtstückeln, sage ich mal, ob man jetzt 5 Mark, 10 Mark oder 20 Mark unterbringen möchte. Das finde ich hier einen sehr feinen Zug und man kann immerhin 20 Münzen unterbringen. Ich denke, für viele Sammler ist das dann schon eine Langzeitaufgabe, da 20 Münzen zusammenzubekommen. Deswegen reicht völlig gute Größe für die meisten Sammler. Auf der rechten Seite dann nochmal die BRD und DDR-Münzen, sowohl für 10-D-Mark-Münzen, die 5-D-Mark-Münzen, die DDR-Gedenkmünzen, dann jeweils für die Standardsammlungen. So schön sie sind, aber da ich für meine Sammlungen persönlich immer nochmal so ein bisschen das, wie soll ich sagen, das Besondere suche, mit mal einer Fehlprägung, einer Variante oder ähnlichem, da reichen die Kassetten nicht aus und ein oder zwei Münzen wieder separat unterzubringen, das ist dann auch nicht so meins. Deswegen sind solche Kassetten da leider nicht unbedingt was für mich, aber sie sind trotzdem sehr hochwertig verarbeitet, muss ich sagen. Also für alle die, die eine Standardsammlung zusammentragen wollen und die edel präsentieren wollen, absolute Kaufempfehlung, da macht man auch nichts falsch. Zumal eine komplette DDR-Sammlung in guten Erhaltungen ja auch einiges kostet. Genau, hier nochmal die Vitrine Militaria. Wie gesagt, für alle, die Orden sammeln, bestimmt auch eine Sache, worauf man schon länger gewartet hat. Dann hier die natürlich ganz normalen Binder im Vario-Format für Banknoten, im Numis-Format für Banknoten. Auch nochmal die schön farbig gemachten Alben für Banknoten, beziehungsweise auch dann ganz klassisch in Schwarz. Auch nochmal was für unterwegs, für alle, die vielleicht auch mal im Urlaub sind oder ähnliches, da kann man dann die Banknoten auch gut unterbringen. Allgemein nochmal Schutzhüllen auch. Dann natürlich großes Thema für einige Sammler zumindest, die 0-Euro-Scheine. Auch da bin ich tatsächlich komplett raus, da kann ich auch gar nichts zu sagen. Deswegen blättern wir weiter und kommen jetzt nochmal zu den Albensystemen. Da haben wir Numis in den bekannten Formen und Größen. Dann Optima, die Klassikbinder, die Ringbinder, einzeln mit den Schutzkassetten dazu, die Seiten dann für Münzen, die Seiten hier unten für Banknoten. Was man hier drin nicht finden wird, sind die Seiten für die Telefonkarten. Die wird man dann mit Sicherheit, ähnlich wie auch andere Seiten im Briefmarkenprospekt finden.
Was ich hier ganz klar dazu sagen muss, bei den vorherigen Produkten kann ich da nicht ganz so mitreden, ist aber hier ein massiver Preisanstieg, muss ich sagen. Wenn ich hier sehe, ein Komplettalbum mit Schutzkassette, da sind wir inzwischen schon bei 50 Euro. Da hat man quasi das Album, die Schutzkassette, nochmal zwei Deckblätter und eben 10 Münzhüllen. Auch ein einzelner Klassik-Ringbinder inzwischen schon bei 27,95 als Set 32,90. Also das ist schon ganz schön teuer, sage ich mal, gerade für Sammler von Kleinmünzen aus aller Welt oder ähnliches. Da bin ich tatsächlich sehr, sehr froh, dass ich hier noch einen größeren Vorrat an Alben habe, aus der Zeit, wo ich wirklich alles in diese Alben gepackt habe. Da komme ich Gott sei Dank noch einige Jahre hin. Aber da ist wirklich ein massiver Preisanstieg auffällig und natürlich auch verständlich. Ich meine, wo wird denn aktuell auch was billiger? Aber es fällt eben auf. Dann die Grande Binde für alle, die eher Briefmarken, Banknoten oder ähnliches sammeln. Auch eine gute Sache insgesamt. Ich habe aber einfach noch zu viele andere Binder auf Reserve. Deswegen kommt das für mich so nicht in Frage. Auch die Lederringbinder eine gute Sache. Wollte ich mir eigentlich auch mal kaufen, habe ich aber dann gelassen. Eben, weil ich einfach genug Binder da habe. Genau, dann hier nochmal ein Easybinder. Das ist dann eben die preiswerte Alternative, wenn man sagt, die normalen Alben sind etwas zu teuer. Genauso hier unten Banknotenhüllen, dann im 50er-Pack auch für deutlich bessere Preise. Da kann ich eben bloß nicht mitreden, wie gut oder schlecht sie sind, da ich sie selber noch nicht hatte. Dann die Ringbuchmappe Kurt, wie gesagt, Optima und Grande Format für Münzen und Banknoten. Gute Sache für Tauschtage und ähnliches. Wenn man da doch immer größere Mengen an Münzen mit nach Hause bringt, kann man sich da gleich wunderbar vorbereiten, kann alles unterbringen, finde ich eine tolle Sache. Dann diverse Alben, Münzen aus aller Welt in verschiedenen Bedruckungen. Da muss ich, denke ich, nicht viel dazu sagen. Dann auf der rechten Seite das Kranzesystem, dann zum Beispiel für Münzen in Rähmchen oder auch für Banknoten, wenn man doch auch etwas mehr unterbringen möchte, dann hier auch mit den verschiedenen Seiteneinteilungen. Und dann auch auf der rechten Seite nochmal Grande Easy, dann auch wieder mit 50 Stück pro Packung, wo man etwas mehr für sein Geld bekommt. Genau, dann hier auch wieder Grande Gigantbinder, Grande Signumbinder, scheinen doch besser zu gehen, als man denkt. Ich beschrifte meine Binder eben gern selbst und spare mir das Geld für eine vorgefertigte Vertiefung, aber jedem das seine. Ich denke, das kann man auch ganz schön gestalten. Grande Ringbinder pur. Kann jetzt gar nicht genau sagen, ob es die von Optima noch gibt. Im Prospekt sind sie ja nicht mehr. Obwohl ich sie eigentlich auch gar nicht so schlecht fand, aber gut. Wenn man einmal ein System begonnen hat, dann weicht man eben auch nicht mehr davon ab. Genau, dann haben wir hier die Endcap-Hüllen zum Unterbringen von Kapseln und von Rähmchen. Und dann das Kanzleisystem für alles, was nochmal deutlich größer ist. Hier Höhe 46 cm, bei Folio immerhin stolze 39,7. Also da kriegt man schon einiges unter. Münzboxen, inzwischen auch teurer geworden mit 24,95 pro Box. Was mich dann am ehesten interessiert, natürlich die 10 und 20 Euro Münzen mit 32,5 mm. Da sind wir dann hier oben. Ansonsten im Bereich der eckigen Felder bin ich ja dann eher zu Hause als bei den runden. Eben einfach, man kann selbst beschriften, selbst ein bisschen anders sortieren, mal zwei Größen zum Beispiel oder so. Deswegen ist das einfach mein Format. Dann hier die diversen Kofferboxen, Möbelstücke und ähnliches, was es da alles gibt. Und natürlich die Münzboxen XL. Für alles, was mal etwas größer ist. Genau, die Münzboxen Lignum als Holzmaserung für alle, die vielleicht eine richtig hochwertige Kaiserreichsammlung unterbringen möchten. Da kann man das überlegen. Münzboxen Smart dann etwas kleiner, genauso stapelbar mit einem Koffer dazu. Dann hier die Münzkoffer mit den Tableaus, die ich ja früher auch mal hatte, der ein oder andere kennt sie vielleicht noch aus meinen Videos. Mittlerweile bin ich ja davon weggekommen.
weil ich mich jetzt mit neuen Möbeln neu ausbreiten konnte. Auch diese Boxen hier im L-Format für die großen Tableaus hatte ich mal, sind an sich sehr hochwertig, also kann ich auch da eine Kaufempfehlung geben. Wer gern mit diesen Tableaus arbeitet und viel unterbringen muss, dann auf jeden Fall diese hier, gar keine Frage. Genau, diverse Koffer, diverse Unterbringungsmöglichkeiten. Hier nochmal der Buchtresor, wie gesagt, bei mir würde es einfach auffallen. Daher ist das wenig effektiv. Dann nochmal ein kleiner Tresor, eher als Möbeltresor würde ich sagen. Also ich würde da jetzt keine 100.000 Euro Sammlung reinlegen oder auch keine 50.000 Euro Sammlung. Aber für alle, die das als Möbeltresor wollen, warum nicht? Genau, diverse Boxen und Kassetten nochmal für alles, was vielleicht etwas unüblicher ist, auch natürlich für die Quattrum-Kapseln, klein, groß, mittel. Da ist für alle etwas dabei. Hier auch nochmal eine Box fürs Labs mit immerhin 24 Fächern. Bei dem Preis muss man aber auch sagen, die Münzen, die man dann unterbringt, sollten entsprechend auch hochwertig sein. Genau, dann nochmal weitere diverse Kassetten. In verschiedensten Formen und Größen. Dann für die Volterra-Boxen alles, für die Rähmchen natürlich. Und für Slabs, das ist, denke ich, oder für mich persönlich eher etwas, wenn ich etwas verschenken würde. Da machen sich dann solche Boxen gut. Oder wenn man eben für jemanden etwas sammelt, für Jugendweihe oder ähnliches, dann kann man solche Boxen nehmen. Genau, das Thema Münzkapseln. Hier vorne die hochwertige Variante davon, die sind dann randlos, auch als komplettes Euro-Set inklusive der neuen 10-Euro-Münzen, der 5-Euro-Münzen, der 20- und 25-Euro-Münzen. Auch da dann wieder die XL-Variante davon, die Magic-Kapseln, wo dann die Münzen quasi drin bleiben, ist so wie ein, ich sag mal in Anführungszeichen, magischer Bilderrahmen mit diversen Boxen dazu. Genau, alles nochmal Quattrum-Kapseln und hier dann die große Übersicht über alle Münzkapseln, die man so brauchen kann. Da haben wir die ganz normalen Grips, dann haben wir die Ultras, die wir ja vorhin schon gesehen haben, zwei Spalten für Quattro. Und da hat man dann eben hier die ganzen Außendurchmesser von, die Innendurchmesser für die, die man sucht. Und im Zweifelsfall, sage ich mal, lieber auch mal noch eine Münzkapselgröße, einen halben Millimeter größer kaufen. Nicht alle Münzen haben immer den genau angegebenen Durchmesser. Wenn es dann doch mal wegen einem Müh nicht passt, dann ist es immer gut, nochmal eine Größe größer zu haben. Genau, dann auch Unterbringungsmöglichkeiten nochmal für Rähmchen, für diverse Formate, sowohl als Interset-Box als normale Box. Und dann hier das große Thema Quattrum-Kapseln. Und Intercept-Kapseln natürlich, die Slab-Geschichte nochmal. Und hier dann auch nochmal eine andere Box für immerhin 50 Slabs, aber auch da gleich für 80 Euro. Theoretisch kann man da auch auf die normalen NGC- und PCGS-Boxen ausweichen. Muss eben jeder selbst wissen, wie er seine Schätze unterbringen möchte. Dann diverse Hüllen und die selbstlebenden Rähmchen, auch da zeige ich das jetzt einfach mal und blätter da weiter, weil viel erzählen kann ich dazu nicht, da ich diese Formate selbst nicht nutze. Genau, alles für die Rähmchen. Hier oben diese Boxen hatte ich ja auch mal, um meine Silbermünzen unterzubringen, dann nicht in Rähmchen, sondern in diesen Kunststoffhüllen, die wir weiter vorn schon hatten. Auch das habe ich mittlerweile aufgelöst aufgrund der neuen Platzverhältnisse in den neuen Möbelstücken. Da ist das jetzt alles wieder richtig schön sortiert. Dann hier eine große Auswahl an Lupen. Wichtig, umso größer die Linse, umso geringer die Vergrößerung. Die kleine Lupe eine 3- und 6-fache Vergrößerung. Das ist jetzt auch neu hier dann mit der zweiten Linse. Also wenn, würde ich am ehesten zur LU2 oder sogar LU1 raten. Da hat man dann wirklich eine gute Vergrößerung. Das Ganze auch mit Licht, jetzt für die dunkle Jahreszeit, da natürlich auch nicht verkehrt. Und dann allerlei verschiedene Lupen, mit Licht, ohne Licht, verschiedene Stärken. Dann hier die neue Umhängelupe mit 2- und 4-facher Vergrößerung.
Wie gesagt, könnte ich mir jetzt eher zum Beispiel im Modellbahnbereich vorstellen oder allgemein im Modellbaubereich, nicht nur Eisenbahn natürlich. Da, wenn man die Häuser zusammenbaut und so weiter, da ist das vielleicht eher eine gute Sache. Genau, dann verschiedene Brillen nochmal. Auch da kann ich tatsächlich wenig zu sagen. Ich trage so schon eine Brille und da wäre dann zum Beispiel auch hier so etwas, so eine Lupenbrille Clip geeignet. Aber ja, ich sag mal, ich habe eine Lupe und das bleibt auch dabei. Genau, dann hier die elektronischen Lupen, zum Beispiel auch als USB-Digitalmikroskop. Auch das hatte ich mal überlegt zu kaufen, muss ich zugeben. Aber wie das eben so ist mit den Preissteigerungen, dann lässt man es am Ende eben doch. Genau, dann nochmal UV-Lampen, Prüflampen für Briefmarken und zum Teil auch für Banknoten, wenn man sie mal richtig zum Leuchten bringen möchte. Eine neue Arbeitsunterlage hier oben, auch mit einem Holzrahmen. Auch das kann man machen, wenn man vielleicht auch etwas engere Platzverhältnisse hat, bevor doch mal etwas runterfällt. Die Ultraschallreiniger, auch da kann ich wenig zu sagen, genauso wie auch zu den Reinigungsbädern. Würde ich grundsätzlich eher nicht tun, persönlich, aber auch da jedem das seine. Genau, noch ein paar Münzpinzetten haben wir. Gut, die nutze ich tatsächlich ab und zu, gerade für die Münzalben, um das Ganze rein und raus zu machen. Und dann noch allerlei Sammelei und hier den neuen Euro-Katalog. Mittlerweile schon mit über 800 Seiten, also das Ganze ist gut angewachsen. Das Einzige, und es ist meckern auf hohem Niveau, ich weiß, es ist absolut hohes Niveau, aber was mich ein bisschen stört, warum die Farbe? Es gibt ja für alle, die die Kataloge schon länger auch haben, ein Farbkonzept, das war ja immer rot, grün und blau im Wechsel. Und Gott sei Dank, mein Fach ist genau voll geworden. Ich habe 15 Kataloge aus den Jahren 2008 bis 2022 und das sind genau 5 Farbkonzepte, immer rot, grün und blau. Und jetzt lila, also das passt halt da nicht rein. Das ist so mein persönlicher Monk, den ich so in mir habe. Das passt da einfach nicht rein. Das muss ich mal schauen, wo ich den dann hinstelle. Aber ich glaube nicht in dieses Fach. Ja, ansonsten auf jeden Fall das neue Prospekt der Firma Leuchtturm mit allen Neuheiten und allen Produkten 2023. Viele gute Sachen dabei, natürlich viele Klassiker dabei und ja gut, die Preise, wie gesagt, wo wird es denn billiger? Ich meine, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Es ist eben, wie es ist, aber ich denke, da ist für viele Sammler wieder viel Gutes dabei. Also in dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Tschüss!